Bienvenue und herzlich willkommen bei La Belle Époque. In diesem Video soll es um Bitcoins bzw. Kryptowährungen gehen, warum wir diese unseren Kunden als Zahlungsmittel anbieten und wie das vielleicht auch Ihr Unternehmen tun kann oder warum dies vielleicht Ihr Unternehmen tun sollte. Zunächst mal für diejenigen, die noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten. Bitcoins sind also eine digitale Währung. Das heißt, sie ist eigentlich nur dargestellt in einer Art Code. Und das Tolle an dieser Währung ist, dass sie nicht von Staaten oder Banken kontrolliert werden kann. Das heißt, es ist eine freie Währung. Der Code aus der diese Währung besteht, befindet sich auch nicht auf einem zentralen Computer, sondern er befindet sich in einem Peer-to-Peer-Netzwerk zwischen sozusagen allen Computern der Welt, die daran teilnehmen oder die eine sogenannte Wallet auf ihrem Rechner installiert haben. Das heißt, diese Währung erfüllt einige Kriterien, die für eine Währung besonders gut sind. Zum Beispiel ist Bitcoin eine Währung, die deflationär ist und nicht inflationär. Das heißt, man kann nicht beliebig viele Bitcoins herstellen, sondern die sind also von der Menge her begrenzt. Dann erfüllt der Bitcoin auch ein Kriterium, was natürlich auch wichtig ist. Das heißt, es ist relativ einfach, damit zu zahlen. Man kann natürlich auch einen Bitcoin auf fast beliebig viele Stellen nach der Null teilen und auch so kleinere Beträge jemandem zukommen lassen. Und man kann dies auch weltweit zu jeder Tages- und Nachtzeit tun und ist dabei mehr oder weniger auch anonym. Es erfüllt also relativ viele Dinge, die auch Bargeld erfüllt. Und da ja Bargeld in unserer Gesellschaft tatsächlich etwas gefährdet ist, das heißt, das Bargeld wird nach und nach immer weiter abgeschafft, stellt Bitcoin vielleicht hier eine sehr gute Alternative dar. Wir, La Belle Époque Antiquitäten, bieten diese Zahlungsmöglichkeit unseren Kunden auf unserer Online-Seite, in unserem Online-Shop schon sehr, sehr lange an und werden deshalb auch immer wieder von der Presse angefragt, was es damit auf sich hat, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben. Und deshalb jetzt hier dieses kurze Video und später werde ich auch noch darauf eingehen, wenn Sie kein Endverbraucher sind, sondern selbst vielleicht ein großes oder kleines Business betreiben, wie Sie vielleicht auch diese Möglichkeit Ihren Kunden anbieten können. Ja, warum bieten wir das unseren Kunden überhaupt an? Zunächst mal ist bei uns der Kunde König. Das heißt, wir möchten dem Kunden eigentlich so viele Möglichkeiten bieten, wie nur irgend geht. Was der Kunde dann letztendlich benutzt, PayPal, Sofortüberweisung, Banküberweisung, Bargeld oder eben Bitcoin, bleibt natürlich allein dem Kunden überlassen. Wir bieten aber je nachdem manchmal auch Aktionen an, wo das Zahlen in Bitcoin tatsächlich dann für den Kunden günstiger ist und wir dann einige Prozent Nachlass auf den Kaufpreis gewähren. Warum machen wir das? Ja, die Entgegennahme von Geld in Form von Bitcoin ist für uns natürlich auch günstiger und einfacher, da wir keinen Mittelsmann haben, wie jetzt zum Beispiel ein Zahlungsdienstleister wie PayPal oder Visa, die dann noch Teile von dem Geld, das hier in der Transaktion ist, wegnehmen. Das können wir dann unserem Kunden weitergeben. Ja, dann ist es natürlich auch eine Art kleines politisches Statement, dass wir uns auch unabhängiger machen wollen von Banken und Staaten. Wir sind Freunde der Freiheit und wir finden, der Kunde sollte entscheiden, wie er seine Waren bezahlen möchte und nicht der Staat oder die Banken. Ja, es gibt natürlich nicht nur Bitcoins, sondern es gibt auch andere Kryptowährungen. Momentan ist es so, dass der Bitcoin eigentlich die erste richtige Kryptowährung war und auch die erfolgreichste Kryptowährung ist. Aber es gibt natürlich noch andere Währungen. Falls solche Währungen wie zum Beispiel Litecoin oder Ethereum sich mit der Zeit durchsetzen sollten, weil sie vielleicht vom Programmcode noch besser sind, dann werden wir unseren Kunden auch anbieten,
in diesen Währungen zu zahlen. Für die Privatleute eignet sich Bitcoin eigentlich sogar weniger zur Zahlung als mehr zur Geldaufbewahrung, da es eben deflationär ist und nicht von Inflation betroffen. Das heißt, wenn man das so betrachtet wie Gold, also einfach als Wertaufbewahrungsmittel, eignet sich Bitcoin unserer Meinung nach dafür besonders gut. Genauso natürlich wie auch wie Kunst, Antiquitäten, Oldtimer, Schmuck und all solche Sachen. Bei Antiquitäten ist natürlich der Vorteil, dass sie sich noch daran erfreuen können. Und deshalb ist es als Wertaufbewahrungsmittel besonders gut geeignet. Aber das ist natürlich unsere persönliche Ansicht, wie Sie sich denken können. Ja, eine andere Kryptowährung, die momentan ja auf dem aufsteigenden Ast ist, ist Ethereum. Das ist eigentlich nicht nur eine Währung, sondern bietet noch andere Funktionen, die in dem Code versteckt sind. Man kann also damit zum Beispiel Verträge auch validieren zwischen zwei Parteien, so dass auch alle anderen nachvollziehen können, dass diese Verträge zum Beispiel eingehalten werden. Also es bietet eine ungeahnte Möglichkeit, wenn man sich auch nur ansatzweise damit beschäftigt, kann man vielleicht erahnen, wie signifikant sich unsere Zukunft durch diese Möglichkeiten ändern wird. Wir hoffen natürlich zum Positiven. Wenn Sie also Lust haben, Bitcoins zu besitzen, wenn Sie Lust haben, mal mit Bitcoins zu bezahlen, dann ist das vielleicht einfacher, als Sie denken. Das ist natürlich jetzt kein How to earn oder How to possess Bitcoin Video. Deshalb, wenn Sie sich dafür interessieren, dann packen wir vielleicht ein paar Links in die Beschreibung oder Sie googeln sich da mal so ein bisschen durch. Ist eigentlich relativ einfach. Wallet installieren, Bitcoin kaufen, können Sie mit allen möglichen Währungen, Dollar, Euro, können Sie sich Bitcoins kaufen. Die lagern dann auf Ihrem Rechner. Sie können zusätzlich auch noch geschützt werden, falls Ihr Rechner kaputt geht oder gestohlen wird natürlich. Und auf unserer Seite ist es ganz einfach. Sie können also bei den Zahlungsmöglichkeiten, wenn Sie dann was im Warenkorb haben, dann auswählen, dass Sie in Bitcoin bezahlen möchten und wir schicken Ihnen dann eine E-Mail mit einem Zahlungslink und das können Sie dann ganz einfach von Ihrer Bitcoin-Wallet dann überweisen. Ja, manchmal wird man vielleicht dann auch gefragt, weil manche denken, ja, genau wie bei Bargeld, haftet Bitcoin vielleicht irgendwas Dunkles, Böses an? Dazu haben wir auch eine ganz eindeutige Meinung. Also es ist ganz egal, ob man jetzt was in Bargeld abrechnet oder in Bitcoins abrechnet. Wenn man den Staat betrügen will, dann kann man das sicherlich immer irgendwie machen. Wir machen das nicht, weder in Bargeld noch in Bitcoin. Das heißt, das, was wir einnehmen, geben wir an. Und wenn wir es in Bitcoins einnehmen, dann rechnen wir es zum tagesaktuellen Kurs in Euro um und geben das dem Finanzamt so weiter. So einfach ist das. Und wenn Sie vielleicht Unternehmer sind und das Ihren Kunden anbieten wollen, hat das eine Menge Vorteile. Erstmal machen Sie auf sich aufmerksam natürlich, weil Sie in Bitcoins eine Zahlung anbieten und Sie können sich auf entsprechenden Seiten, wo diese Unternehmen gelistet sind, natürlich dann auch eintragen. Des Weiteren unterstützen Sie auch die Idee von einem freien Geld und von einem freien Handel und das ist natürlich ja auch für uns eigentlich fast das Wichtigste. Und es ist relativ einfach. Sie können sich zum Beispiel bei einem Zahlungsdienstleister wie BitPay registrieren, der die Zahlung für Ihre Kunden vereinfacht. Sie können aber auch ganz einfach Ihren Kunden, die damit zahlen wollen, eine Nummer zur Verfügung stellen, sozusagen eine Adresse, wohin Sie diese Bitcoins überweisen können. Und dann können Sie Ihre Preise dementsprechend entweder zum tagesaktuellen Kurs umrechnen oder Sie können einfach feste Preise in Bitcoins anbieten. Ja, also das ist der Grund, warum wir Zahlungen in Bitcoin anbieten. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, dann klicken Sie mal auf unsere Website. Da erfahren Sie über einige Links noch mehr oder können einfach mal etwas Kleines oder Großes versuchen, in Bitcoin zu shoppen und das mal auszuprobieren. Ja, wenn Sie diesen Kanal mögen und mehr zu Antiquitäten, Vintage, Do-it-yourself und so weiter erfahren wollen, dann können Sie diesen Kanal hier abonnieren. Wir freuen uns über jedes Abo und natürlich auch über jeden Like. Und ja, das war schon zum Thema Bitcoin. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ und interessant. Vielen Dank fürs Zuhören. Merci bien et au revoir.